Willkommen in der Santana Bay. Heute zeige ich euch einen Doppelpack. Ich zeige euch die Battle Across Time Collection. Ironischerweise ist die Verpackung schon ein Stück weit das Highlight des Sets. Nicht, weil die Figuren da drin schlecht sind, aber wir kennen die Figuren halt mehr oder minder alle schon. Es sind ja alles nur Retools oder Repaints von bekannten Molds. Aber die Boxen sind halt ziemlich geil gemacht. Erstmal, wir haben Vollboxen, also keine Klarsichtfenster drin. Das heißt, wir haben das Artwork wirklich schön über die gesamte Front. Die Artworks sehen auch einfach fantastisch aus, wie eigentlich fast immer bei Kingdom. Und lassen sich halt so wie hier zu sehen zusammenstellen zu einem großen Bild. Und das finde ich geil, das sieht gut aus. Das hat auch, das hat Display-Faktor. Definitiv, ne? Auch durch dieses Abgeschrägte nach hinten ist das auf jeden Fall ein Hingucker. Und ja, auf der Rückseite und so ist letztlich das Gleiche, was wir schon kennen, ne, mit Rändern der Figur und so, da nicht mehr wirklich was Neues. Jetzt kann man von diesen Two-Packs generell natürlich halten, was man will. Wenn man so ein bisschen durch die Gruppen scrollt, merkt man schon, dass die meisten Leute aus sind auf Sideswipe und Mirage. Klar, G1 lookt immer noch mehr Leute an als Beast Wars. Das ist, als Beast Wars-Fan hat man es ganz gut, weil man kommt sehr einfach an Skywarp und an Grimlock einzeln ran. Ja, aber wenn du halt die beiden haben willst, irgendwie das Two-Pack kaufen musst, den Rest ist nicht so ganz optimal. Also, das ist cool für Komplettisten, was Transformers angeht, die Transformers generell sammeln, unabhängig von der Zeitlinie oder dem Universum oder wie auch immer. Oder Leute, die sagen, ich will halt die ganze Kingdom-Reihe. Dafür ist es toll. Es ist ein tolles Sammlerset. Wer Charaktere sammelt und so ein bisschen sich auf die ein oder andere Schiene eingeschossen hat, für den ist das natürlich schwierig. Und da haben wir mal die ganze Crew. Wir fangen an in den Alt-Modes, weil ich die meisten Figuren zumindest einmal schon gezeigt habe. Vom Bot in den Alt-Mode bei Sideswipe. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den Mode schon mir angeguckt habe. Haben wir, glaube ich, beide Varianten jetzt schon durch. Aber wir fangen jetzt alle im Alt-Mode an und dann arbeiten wir uns nach vorne. Verpackt sind sie aber im Bot-Modus. Mirage ist der einzige Mode, den ich tatsächlich mir noch gar nicht angeschaut habe. Von daher reden wir über den vielleicht ein paar Minuten länger. Alle anderen kennt ihr soweit schon. Denn der Beast Wars Grimlock ist ein 1:1 Repaint, nur mit einem neuen Kopf von Dinobot, und Maximal Skywarp ist ein 1:1 Repaint mit noch im Kopf, genau das gleiche Prinzip, von Kingdom Airazor. Und beide Molds mag ich ja generell sehr, sehr gerne. Ich finde auch, dass die Repaints an sich oder die Vorlage für dieses Repaint eigentlich ganz gut gewählt ist. Ich muss allerdings sagen, dass mir das ein oder andere vom Design her nicht so gut gefällt. Vor allem bei Grimlock. Und zwar habe ich hier das Problem, das sehen wir gleich im Bot-Modus noch. Also erstmal sieht der ganz cool aus. Ne? Wir haben dreifarbig das Ganze bemalt mit Schwarz, also Grau ist das Grundplastik und dann Weiß und Schwarz bemalt, macht drei Farben. Ne? Wir haben hier grün die Augen mit der Pupille, das sieht klasse aus. Ne? Bemalte Zähne, die Zunge ist bemalt, ist alles schön, wie bei Dinobot auch. Wir haben hier unten haben wir die roten Akzente auf der Seite, das kommt ganz cool, also das ist soweit okay. Er hat ansonsten natürlich die gleichen Unzulänglichkeiten wie der Dinobot-Mold auch, dass du hier die Füße so siehst und so. Das ist bei den Beast-Modi, glaube ich, mehr oder minder etwas, was man schon einkalkuliert hat. Nein, was mich so ein bisschen stört, auch nur in Anführungsstrichen, ist, dass er halt, es gab ja schon mal bei den Original Beast Wars Toyline gab es einen Grimlock-Retool von Dinobot und der war halt relativ weiß-grau, aber hauptsächlich weiß mit so schwarzen Flecken. Ein bisschen aus wie ein Dalmatiner, danke TF-Wiki. Und das hat mich hier nicht so richtig übertragen. Man hat zwar hier auch so ein bisschen die Flecken, aber gerade der Kopf ist halt deutlich mehr schwarz. Was mich hier aber vor allem stört, ist, ihr seht hier an der Seite, das sind hinterher, sind die Seitenteile von seiner Brust, ja, was ja so ein bisschen so aussehen soll, als hätte er sich der Kopf auf die Brust geklappt. Leider hat man nicht einen einzigen der Farbakzente, die ihr hier seht, also weder das grüne Auge noch das Schwarz um die Augen findet sich hier wieder. Von daher, für mich passen halt Bot-Modus und Dino-Deko einfach nicht so schön zusammen. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, das hätte man irgendwie cleverer lösen können und auch vor allem, also ich habe auch schon Custom Repaints gesehen von dem Ding, was dann mehr aussah wie der Original, das Original Beast Wars Spielzeug damals von Beast Wars Grimlock und naja, wie dem aussah. Ansonsten ist der Mold generell ganz cool, halt nicht sonderlich beweglich. Ne? Wir haben letztlich klar, die Beine kannst du hier so ein bisschen hin und her klappen, lassen sich aber hier am Oberschenkel nicht bewegen. Ihr könnt eigentlich nur die Knie bewegen, könnt die Zehen hier, den Fuß bewegen, generell die Zehen rauf und runter. Und bei den Armen haben wir halt diese fixierte Handhaltung. Ne? Das ist halt immer so, das ist ein bisschen schade. Kannst nach innen klappen, ja, aber und drehen, aber ihr kriegt halt die Hand nicht gerade. Ihr habt hier den Arm und das ist alles okay. Und der Kopf, das ist ganz, ganz nett hier mit dem Maul, das geht auf und zu, ein bisschen starr leider. Ne? Mit geschlossenem Maul geht er dann auch relativ weit nach unten, leider nicht groß nach oben, auch rotieren kann man ihn nicht. Also er ist etwas starr, man kann nicht wirklich viel mitmachen, aber so vom Look finde ich den eigentlich schon ganz cool. Wir haben nur einfach mal zum Vergleich, dass ihr seht, es ist wirklich, also vom Dino her, vom Äußeren her, es ist 1:1 der gleiche Mold. Der einzige Unterschied, den wir wirklich haben, ist hinterher dann der Kopf. Das zeige ich euch aber dann im Bot-Modus. Kommen wir zu, nehmen wir die beiden erstmal an die Seite, zu Skywarp. Hier haben wir letztlich eine ähnliche Situation, weil mir insgesamt hier die Deko, finde ich, ist sehr gelungen. Wir haben hier diesen, wie heißt ein Weißkopfseeadler oder was? Bald Eagle im Englischen. Haben wir halt einfach hier dann, ne, das Ganze, ich weiß gar nicht, was ist denn das Plastik?
Bin mir gar nicht sicher. Ich vermute mal, das Hellbraun ist bemalt, das Weiße ist bemalt und das andere Braun könnte Plastik sein, sieht aber auch bemalt aus. Also der ganze Flügelteil ist bemalt, der Rest ist relativ rohes Plastik, aber ansonsten kommt das eigentlich ganz gut. So gut, dass ich tatsächlich dachte, es wäre ein eigener Kopf gewesen, aber es ist der gleiche Kopf, soweit ich das beurteilen kann, wie Airazor, einfach nur anders bemalt. Aber es macht doch einen ordentlichen Unterschied, ne? Hier sogar mit Pupillen in den blauen Augen, das sieht cool aus, ne? Also hier ist auch ein bisschen zerklüftet, das ist nicht so schön, aber das habe ich mittlerweile akzeptiert. Die goldenen Krallen hier, das sieht toll aus, das hat Airazor zum Beispiel nicht. Also das ist durchaus gelungen. Also war ja auch schon, ich dachte ja am Anfang immer, das wäre, als ich das erste Bild von der Figur gesehen habe, das wäre Silverbolt, also Beast Wars Silverbolt in seiner Adlerform. Da aber der Skywarp ist ja aus Beast Wars 2, glaube ich, war damals auch schon ein Retool von Silverbolt, ein leichtes. Also irgendwie gibt es da Parallelen. Kann man wahrscheinlich, wenn man den Charakter Silverbolt haben möchte, könnte man auch den hier wahrscheinlich irgendwie benutzen. Aber ja, funktioniert soweit ganz gut. Was ich halt an diesem Mold so mag, ist, dass man die Flügel so relativ organisch anwinkeln kann. Die relativ viele Gelenke haben hier, dadurch wirkt das wirklich schön sauber gerundet, auch wenn das hier so nach oben schwingt oder so. Das ist cool. Das mag ich sehr, sehr gerne. Kommen ein paar sehr realistische Posen bei raus. Und ja, das Ding hat definitiv einen gewissen Charme. Klar, hier unten ist das ein bisschen offen und nicht so 100% komplett. Hier sieht man die Unterseite des Kopfes und so. Aber generell, muss ich sagen, mag ich den und vor allem, der ist halt beweglicher. Ne? Neben den Flügeln haben wir den Kopf, den du hier drehen kannst, der Schnabel geht auf und zu, ne, zack, kannst den Kopf hier entsprechend, ohne ihn rauszuhängen, natürlich kannst du ihn neigen, das heißt, er kann dann auch hier sitzen, ne, wenn man hier die Beine ein bisschen löst, na, so könnte man das bewegen, man kann auch hier einfach die Zähne runter, also man kann einiges machen mit dem Vieh, das ist ganz cool, definitiv mehr als mit dem Grimlock, jetzt kriege ich die Beine hier wieder nicht rein, das ist etwas eng, und von daher mag ich diesen Old Mode ehrlich gesagt ein kleines bisschen lieber. Gucken wir noch auf die beiden G1 Autobots auf Sideswipe und auf Mirage. Über Sideswipe können wir relativ schnell drüber weggehen. Ich weiß gar nicht, habe ich euch Red Alert eigentlich gezeigt? Ich glaube, ich habe euch Red Alert gezeigt. Ich bin mir gar nicht sicher. Falls ja, dann verlinke ich den hier oben mal. Jedenfalls ist es genau das gleiche wie Red Alert, halt nur ohne seine Blinklichter oben drauf. Ist okay soweit. Der Mode ist ja generell relativ fehlerunanfällig. Der ist schön. Ja? Wir haben bemalte Felgen, das ist klasse. Ich finde halt hinten, das Heck ist ein bisschen sehr, ne? Hier ist ein schwarzer Farbakzent hier drauf oder hier drauf. Wir haben keine Lichter hinten bemalt. Das ist halt alles unbemaltes Plastik. Das ist ein bisschen öde. Dafür ist das natürlich generell optisch super geil. Mag ich es sehr, sehr gerne. Da das aber schon in so ein Erdenfahrzeug sein soll, finde ich es nicht so ganz passend. Der Print hier vorne ist drauf. Die Lichter vorne sind weiß bemalt. Finde ich etwas seltsame Farbwahl irgendwie. Da hätte ich irgendwie, was ich, so ein Silber oder so hätte ich bevorzugt. Sieht ein bisschen komisch aus. Ansonsten ist das ein cooler Mold. Die Waffen müsst ihr natürlich nicht da dran stecken. Die könnt ihr auch einfach weglassen. Und dann haben wir hier das Teil. Gibt es ja nicht dran auszusetzen. Sehr, sehr solides Ding. Und bei Mirage, ne, über den rede ich ja quasi heute das erste Mal. Mirage ist so ein bisschen schwieriger, weil, ich weiß nicht, der fühlt sich einigermaßen billig an. Und ich weiß nicht, er hält auch nicht so gut zusammen. Also hier in der Mitte zum Beispiel, ne, das ist hier so, da geht er gerne mal auseinander. Das ist keine super feste Arretierung. Also er hat hier so ein bisschen, ist hier so ein bisschen wabbelig. Und überhaupt, er hat halt dadurch, dass diese Schnauze hier ist, nicht die Schnauze aus dem Bot-Modus. Ja, die seht ihr entsprechend hier. Und die hier ist viel interessanter mit der 26 und dem Ork und drauf. Das ist übrigens auch ein netter, schönen Gruß an TFTransformersUniverse.com, an den guten Philister, der mich darauf hingewiesen hat oder in seinem Review beschrieben hat. Ne, hier steht Ork. Beim Original stand ja 11. Ich weiß gar nicht, 11 ist eine Ölmarke oder Zigarettenmarke. Jetzt steht hier halt Ork. Das ist definitiv witzig, weil man halt die Lizenz nicht hatte. Silberbemalte Felgen, das ist alles cool. Aber halt das hier vorne sieht halt, der sieht halt nicht aus, als wäre er dem Bot entsprungen. Und überhaupt auch nicht unbedingt wie ein realistischer Formel-1-Wagen. Klar, die Waffen tun da ihr Übriges zu. Aber auch wenn man die abnimmt, weiß ich nicht. Ich finde, die Lufthutze hier ist viel zu groß. Wir haben kein wirklich schönes Innenleben. Das ist alles nicht bemalt. Das ist nur blaues Plastik. Und nee, das ist immer das hier so. Es hält einfach nicht richtig zusammen. Das ist schade. Der Bot ist an sich, bis auf die Brust hier, ist der Bot gut versteckt. Das muss man ihm lassen. Aber ja, so richtig überzeugen tut mich der Old Mode irgendwie nicht. Für die Verwandlung von Grimlock ziehen wir erstmal hier hinten den Schwanz ab, öffnen den auch gleich hier an der Stelle und holen das Schwert raus. Das willst du wohl. Das können wir dann erstmal an die Seite tun. Und dann nehmen wir uns hier hinten die Füße, die sind hier links und rechts eingehakt, ne, hängen die hier aus. Und dann zieht ihr das Bein, ne, klappt das hier nach oben, könnt ihr hier das Bein aus der Arretierung ziehen. Das ist da eingesteckt und da eingesteckt. Das geht aber mehr oder minder von alleine. Anderes Bein genauso an die Seite, zack. Und dann hängen wir den ganzen Krempel hier aus. Die Teile hier könnt ihr einmal rumschwingen und zuklappen. Und die Füße klappt ihr einmal hier nach vorne und die Ferse hier raus, die sind relativ fest da drin. Zack. So. Und dann nehmt ihr die Beine, zieht die hier an der Stelle gerade. Und dann nehmt ihr den ganzen Torso-Teil sozusagen. Die Arme schwingt ihr hier nach oben aus dem Weg.
dann habt ihr genug Platz, um das Ganze hier einmal 180 Grad rumzudrehen. Nehmt jetzt den Dino-Kopf, klappt den hier 90 Grad nach unten und dann löst ihr hinten das Teil aus der Verankerung, klappt das hier rum. Und jetzt nehmt ihr den Kopf, schwingt ihn hier runter, parallel das Teil hier nach oben und jetzt klappt ihr das alles hier nach vorne und müsst jetzt gucken, dass der Kopf hier oben, ne, dass das hier sauber drüber rutscht an der Stelle und der Kopf hat hier so eine breite, so ein Pack und hier hinten in der Rückseite von dem Dino-Kopf ist ein Loch und da könnt ihr das dann zusammenstecken, dass es so aussieht und das Backpack hier bringt ihr auf dem Doppelgelenk hier nach unten, das hat hier links und rechts hat das, ne, so zwei kleine Nasen, dass ihr das im Backpack vernünftig einrasten könnt. An den Arm dreht ihr den Fuß hier nach unten, die beiden Krallen könnt ihr zusammenklappen, bringt das hier nach vorne und dann schwingt ihr den ganzen Arm hier einmal nach oben, bringt dieses Panel hier nach vorne und dann könnt ihr das alles hier runter an die Flanke klappen, dreht den Arm einmal hier 180 Grad rum, bringt ihn an der Schulter nach unten und winkelt den Ellenbogen hier leicht an. Nehmt dann noch die Dino-Ärmchen, ne? Die Hände klappt ihr hier auf die Unterarme, die haben hier so einen kleinen Pin, da soll das so grob einrasten, es hält nicht so 100%, aber es ist eine Orientierung. Dann klappt ihr sie leicht raus, dreht sie rum und schwingt sie dann nach hinten und hier habt ihr einen Schlitz in der Hand und da den entsprechend diesen weißen Pin vorne am Torso, dann könnt ihr das Ganze hier an der Seite ein kleines bisschen fixieren und dann seid ihr mit Beast Wars Grimlock, wenn ihr den trefft an der Stelle, so, in seinem Bot-Modus schon mal fertig. Bei Skywarp zieht ihr erstmal hier seitlich diese kleinen Waffen ab, nehmt dann die Beine, ne, trennt die hier in der Mitte, die sind hier eingerastet vom Torso und schwingt sie dann einmal hier an der Stelle nach hinten, dreht sie hier gerade, zieht hier den Fuß einmal gerade und dann dreht ihr die Beine einmal 180 Grad rum und die Füße 180 Grad zurück, dass die ihre Ausrichtung entsprechend hier verändern und dann könnt ihr hier die Klappe einmal nach oben lösen und jetzt den ganzen Torso einmal 180 Grad drehen. Die Arme zieht ihr hier nach draußen, bringt das Handgelenk 90 Grad nach unten und dreht die Arme dann einmal hier 90 Grad nach außen. Die beiden Schulterpads hier klappt ihr einfach nach oben und dann haben wir hier am Rücken dieses Teil hier, das löst sich gern von selber, ist normalerweise so eingerastet, löst ihr jetzt hier an der Stelle aus der Arretierung, dass ihr das hier als bewegliches Teil habt und schwingt den Kopf jetzt einmal hier rum, also sprich den Schnabel hier auf die Brust und dann kommt der Bottkopf da entsprechend raus und dann haben wir hier ein Doppelgelenk, ne, das seht ihr hier, das funktioniert, wie das funktioniert, ne, schwingt er quasi jetzt auf beiden Seiten und die funktioniert unabhängig voneinander, müsst ihr zusammen gleichzeitig bewegen, das einmal so rum, dass das Weiße jetzt über das Braune drüber rutscht sozusagen und dann rastet das hier an der Stelle richtig ein. Und da müsst ihr eigentlich nur noch die Flügel nehmen. Ne, die sollten im Prinzip erstmal so nach hinten und dann dieses Gelenk so nach hinten, das runter, dass das ungefähr so aussieht. Das könnt ihr aber am Ende des Tages so halten, wie ihr das ästhetisch oder wie es euch ästhetisch am besten gefällt. Und dann seid ihr auch mit Skywarp in seinem Bot-Modus fertig. Sideswipe machen wir mittlerweile ja im Schlaf. Wir öffnen die Türen, wir öffnen hier unten entsprechend die Klappe. Wir schwingen die Beine nach draußen, drehen den Torso um 180 Grad. Die Teile hier drücken wir nach innen, dadurch kommen die Füße ein bisschen raus. Und wir bringen hier die Schienbeine nach vorne. Die werden in der Mitte getrennt. Und dann haben wir hier die Arme, die kommen nach außen, schwingen hier dann entsprechend nach oben, die Hände raus und die Arme entsprechend dann hier gerade und dann nehmen wir die Teile, klappen die nach innen, bringen den Teil hier einmal nach oben und schwingen dann den Torso runter, ne, hier oben das Ganze rastet dann entsprechend hier unten rein, bringen die Arme nach unten und dann haben wir auch Sideswipe in seinem Bot-Modus fertig und dann bleibt noch Mirage, da löst ihr einmal hier die Arme aus der Arretierung, löst die Arme hier in der Mitte voneinander und dann klappt ihr sie hier samt dieser weißen Bodenplatte einmal glatt nach oben, trennt dann den ganzen Bot hier in der Mitte auf und ihr müsst jetzt die Teile hier abziehen, die sind hier an der Stelle eingerastet im Bein, man kann das schlecht sehen, müsst ihr mit ein bisschen Gewalt machen sozusagen, zack, ne, und dann geht das Ganze hier raus, die Teile klappt ihr rum, die fallen gern mal raus, ein bisschen aufpassen, weil die sind hier nur links und rechts so mit so Plastikpins im Prinzip nur so eingehangen, das hält nicht so 100% gut und dann schwingt ihr das Ganze hier einmal nach unten, während ihr dabei seid, müsst ihr den Fuß rausbringen, ne, und habt das Bein dann im Prinzip hier, so gucken, dass ihr das alles vernünftig miteinander verheiratet, das steckt dann schön zusammen, machen wir hier nochmal, Fuß raus und dann den ganzen Krempel hier unten zusammenstecken und dann dreht ihr die Beine, hier steckt es nämlich noch nicht, mal gucken, dass das hier richtig reinpasst, so, jetzt haben wir es und dann bringt ihr die Beine hier entsprechend nach vorne, den Torso könnt ihr hier an der Stelle, ist auch wieder so ein Art Doppelgelenk, ne, bringt ihr hier runter und hier entsprechend vor, die Reifen schwingt ihr hier nach innen und dann bleiben noch die Arme, die dreht ihr hier raus, klappt sie hier an der Stelle einmal nach unten und dann habt ihr, na, dass die einrasten, dann habt ihr hier hinten dieses Teil, zack, und dann schwingt ihr den Kopf hier nach draußen, hättet ihr vor den Reifen machen sollen, ihr seht auch hier sind nur so Plastikpins, das ist alles nicht so richtig toll, das Material ist nicht gut bei der Figur und ja, die Arme, das erklärt sich jetzt von selbst,
ne, die Hände nach draußen, das ist Transformers 0815. Und dann seid ihr auch mit Mirage in seinem Bot-Modus final fertig. Und da haben wir alle vier voll ausgerüstet mit sämtlichen Zubehörteilen. Wir fangen mal mit Sideswipe an, über den können wir am schnellsten hinweggehen. Da ist nicht mehr viel Neues dabei. Der Kopf ist, glaube ich, der gleiche wie bei Siege. Kommt der silberne Farbakzent hier oben, ist neu, der sieht cool aus. Ansonsten ist der gut. Ich mag den Mold, ich finde den generell etwas kurz, etwas breit, aber grundsätzlich ist der ziemlich gelungen. Wir haben bis auf die Arme haben wir keine großartigen Hohlräume. Hier so ein bisschen, aber das meiste ist einigermaßen verdeckt. Das ist okay, hier so ein, zwei Waffles, aber das ist nicht schlimm. Der Rücken ist etwas breit, aber generell ist das alles soweit schon okay. Okay, was ich ein bisschen komisch finde, ist, man hat eine Menge bei ihm oder eine Menge schwarzes Plastik bei ihm weiß bemalt. An so ein paar Stellen verstehe ich das noch. Also hier klar, ne, da macht es Sinn. Auch die Füße ist es okay, weil es einigermaßen deckend ist. Wo ich es nicht so ganz verstehe, ist bei den Waffen. Die Waffen sind generell cool, nur das ist halt so. Innen ist es nicht richtig bemalt, dadurch schimmert das Dunkle so durch. Und auch hier am Griff, ne, siehst du dann das schwarze Plastik, auch hier innen drinne. Siehst du das Schwarz noch? Also entweder bemalt man es richtig oder gar nicht. Also ich hätte in dem Fall tatsächlich, glaube ich, weißes Plastik bevorzugt. Hätte farblich dann hier auch ein bisschen besser zueinander gepasst. Oder man hätte weißes Grundplastik genommen, das nochmal übermalt, damit es ein bisschen hochwertiger aussieht. Na, hier oben haben wir letztlich ein ähnliches Problem. Auch hier guckst du hinten in das Schwarze, der schwarze Pin. Hoppala, guckt hier an der Seite raus. Es ist alles nicht so richtig optimal irgendwie. Und dazu kommt halt noch, das Ding hier hat man bemalt. Ja, und ich vermute mal, das wird sich über die Zeit abrubbeln, wenn man das öfters da reinsteckt. Aber die Waffe gehört nun mal bei Sideswipe auf die Schulter. Was willst du machen? Ansonsten ist das ein cooles kleines Kerlchen. Die ganze Beweglichkeit und so, ganz ehrlich, wir schenken uns das. Ich verlinke euch hier mal, wenn ich wirklich gemacht habe, nochmal den Red Alert oder den Siege Sideswipe oder irgendeinen von den vielen Sideswipe-Modes, den ich mir schon angeguckt habe. Und die Beweglichkeit ist 1:1 identisch. Die Gelenke sind alle wunderbar fest. Was ich cool finde, ist, dass man die Füße ließen sich bei der Transformation bei Siege sehr schwer nur reindrücken und rausdrücken. Das hat man hier, diesen Widerstand, der ist weg. Der war auch bei Red Alert schon weg. Das geht jetzt alles deutlich geschmeidiger. Also man hat den Mold im Zuge des Retools noch ein kleines bisschen verbessert. Sehr schön. Dann machen wir Mirage. Jetzt gehen wir quasi, hoppala, bleibst du stehen. Machen wir jetzt quasi das Ganze mal in genau der umgekehrten Reihenfolge. Mirage ist, ich weiß nicht. Generell muss ich sagen, habe ich eben bei der Transformation schon gesagt, ich bin kein Fan des Materials. Wir haben sehr viele so Hüllen sozusagen. Also das blaue Teil ist eine Hülle. Das Ding legt sich dann so rein. Der Fuß ist quasi nur so eine Hülle. Der Grimlock will irgendwie nicht stehen. Das hatte Dinobot auch schon das Problem. Und das alles ist recht weiches Plastik. Steckt nicht alles 100% gut zusammen und hat alles gibt sehr viel nach, fühlt sich nicht gut an, das Material. Kann ich nicht anders sagen. Schön ist die Deko hier mit der 26, das hatte ich eben schon gezeigt. Die Brust sieht toll aus, ich hätte das halt auch sehr gerne gesehen im Alt-Mode. Das Blau schimmert ab und zu ein bisschen durch, also hier ist der Farbauftrag nicht optimal. Das Rot hier oben, das sieht cool aus, ne? Sehr Mirage-typisch, das mag ich sehr, sehr gerne. Ne, hier ist dann so ein komischer weißer Fleck irgendwie auf der Schraube, das sieht ein bisschen unfertig aus. Die Teile arretieren nirgends, die schlabbern hier so rum, ein bisschen ärgerlich. Immerhin der Kopf ist schön. Muss ich sagen, ist blaues Plastik und dann hellblau bemalte Augen, silbernes Gesicht, das ist alles schön. Auch schöne Details, überhaupt die Liniendetails sind toll bei der Figur. Das ist definitiv nicht das Problem. Was mich stört, ist, er hat hier zwei Waffen. Einmal dieser normale Blaster hier, der ist ganz cool, ein, zwei Waffels, aber völlig okay. Und wir haben hier dieses Ding, was halt original aussieht wie seine Schulterkanone, aber du kriegst es halt bei ihm nicht auf die Schulter. Sie haben keinen Arretierungspunkt und damit fehlt ihm meines Erachtens ein sehr charakteristisches Merkmal. Ja, es gibt da wieder Upgrade-Kits für und so, aber ab Werk ist es nicht möglich und das ist meines Erachtens, was das Charakterdesign angeht, definitiv ein Versäumnis. Wir haben Hohlräume in den Unterarmen, die nicht schön aussehen. Ansonsten hat man das hier mit den Reifen und so, hat man einigermaßen clever versteckt. Also der Mold haut mich nicht vom Hocker, weder im Alt-Mode noch im Bot-Modus. Proportionen, denke ich, gehen soweit okay und auch die Stabilität scheint zu stimmen, aber das Material passt mir nicht, der Farbauftrag nicht, die Hohlräume nicht und dass die Waffe nicht auf die Schulter geht. Das sind alles so kleine Kleinigkeiten. Ich habe mir kurz die Zeit genommen, den Grimlock wieder hinzustellen. Jetzt gucken wir auf Skywarp. Und Skywarp ist generell, mag ich den vom Farbschema, ist der cool. Wie gesagt, den habe ich sehr an Silverbolt. Kann man sicherlich auch als Stand-in dafür wunderschön benutzen, meines Erachtens. Aber ich mag ja den Airazor-Mode generell. Ne? Das Backpack ist schön komprimiert. Du kannst es aber halt, wenn du willst, kannst es halt auch ausklappen, wie so ein Cape irgendwie das Ganze benutzen. Das ist sehr, sehr cool. Also hat einen hohen Display-Faktor, die Figur meines Erachtens. Jetzt geht der Flügel nicht richtig zurück. So. Was sie hier nicht so gut gemacht haben, meines Erachtens, ist der Kopf. Der ist von der Form zwar ganz schön, also schön, schön nah am Original. Schön ist er natürlich nicht. Wir haben diesen Adlerkopf hier nochmal mit drauf. Das ist ganz cool. Auch die Bemalung hier ist
ne, mit Braun und Weiß und Gelb. Es ist sehr, sehr viel. Ich finde halt nur, das Gesicht selber ist ein bisschen schwammig irgendwie. Also gerade hier unten rum ist alles so, der Farbauftrag vielleicht ein bisschen, das hätte ich mir gerne noch ein bisschen definierter gewünscht. Die roten Augen, das ist alles cool. Aber ja, es ist nicht so 100% meins. Schön finde ich so Kleinigkeiten, dass man halt hier das helle Braun hat und dann hier den goldenen Akzent drüber. Und das ist sehr abwechslungsreich. Also vom Farbschema und auch von der Qualität der Bemalung vielleicht die Figur, die mir im Set am besten gefällt. So insgesamt. Und ansonsten der Mold, wie gesagt, ist sehr, sehr cool. Wir haben so ein, zwei Waffles hier und da, aber keine wirklichen Hohlräume von der Art und Weise, wie er gestaltet ist. Und das gefällt mir ganz gut. Auch hier, die Beweglichkeit lasse ich auch hier weg. Das machen wir gleich wirklich nur bei Mirage. Und das habt ihr bei Airazor, verlinke ich hier, alles schon mal gesehen. Und dann bleibt noch Grimlock. Jetzt seht ihr das, was ich meine. Wir haben zwar hier das Schwarz von der Oberseite des Kopfes, weil es ja der Dino-Kopf ist, aber hier, das hätte hier so rüberbluten müssen, meines Erachtens. Das hier schwarz, die Augen dann grün, hätte das ein bisschen realistischer ausgesehen. So finde ich, ist es halt, weiß ich nicht. Geht für mich so ein bisschen die ist einmal das, was man erreichen wollte, dass das hier sozusagen simuliert, dass das der Dino-Kopf wäre, der einfach hier breit geht. Das funktioniert für mich leider nicht wirklich. Ansonsten ist der ganz cool. Wir haben halt hier dieses bräunliche, kupferfarbene Plastik. Das ist hier entsprechend weiß übermalt. Das ist soweit alles okay. Aber ansonsten ist halt bis auf den Kopf, den ich übrigens sehr, sehr geil finde, muss ich sagen. Der gefällt mir richtig gut. Schwarzes Plastik, grau bemalt hier die Gesichtsplatte mit roten Augen. Das ist wirklich toll. Der Rest ist halt 1:1 Dinobot. Also da gibt es jetzt nicht wirklich was Neues. Den Mold mag ich generell. Das Backpack ist einigermaßen kompakt. Auch dieser Mold hat großartig keine Hohlräume. Ne? Man hat das hier mit den Klappen in den Beinen hat man das gut gelöst. Der hat natürlich auch den Segen, dass der hier die Dino-Clown einfach als Hände benutzen kann. Die Hohlräume in den Unterarmen, die hätte man sich meines Erachtens schenken können. Ansonsten ist das ein cooler Mold, auch in der Grimlock-Form. Hier stört mich halt wirklich nur die Art, wie man die Farbdeko gewählt hat. Das hätte man anders machen können. Aber ich finde, der Kopf, der reißt schon einiges raus. Um es komplett zu machen, gucken wir bei Mirage noch kurz auf die Beweglichkeit. Wir haben den Kopf auf einem Kugelgelenk, ein kleines bisschen nach oben, nicht wirklich was nach unten, auch nicht wirklich eine Neigung, dafür ist der Hals einfach zu kurz, vielleicht so minimal, aber es geht nicht wirklich viel. Die Rotation funktioniert sehr gut, theoretisch könntet ihr hier mit der Bodenplatte noch ein bisschen spielen, wenn ihr wirklich mal so beim Rennen nach vorne oder so, kann man das vielleicht noch irgendwie werten, aber ich finde es fast schon ein bisschen zu viel auseinanderbauen. Die Schultern sind erstmal generell einfaches Gelenk, 90 Grad gepinnt bis hier. Ihr könntet das Transformationsgelenk, könntet ihr dann benutzen und könntet den Arm noch weiter hochziehen, ist hier so nicht ganz so hübsch, aber ich glaube fürs Posing oder so kann man das werten. Ist meines Erachtens okay. Der Oberarm rotiert auf so einem T-Gelenk hier einmal 360 Grad rundherum. Ellenbogen, einfaches Gelenk 90 Grad. Und das Handgelenk ist generell nur neigbar im Sinne der Transformation nach innen. Keine Rotation oder ähnliches. Die Hüfte rotiert 360 Grad, kein Problem. Wir haben transformationsbedingt eine Beuge nach vorne. Die sieht auch ziemlich cool aus tatsächlich. Und mir kommt auch wirklich, naja, nicht ganz, aber so 45 Grad kommt davor, das ist cool. Und er kommt auch nach hinten, ohne dass das jetzt total hässliche Lücken reißt. Also damit kann man tatsächlich was anfangen. Sehr, sehr cool. Dann haben wir die Beine. Voll nach vorne, voll nach hinten, voll nach außen, gepinntes Gelenk. Das Ganze rotiert hier über so ein T-Port einmal ums Gelenk rum. Sieht sehr, sehr gut aus. Schade halt, dass das hier innen so blau ist, dass die weiße Farbe nicht überall so sauber aufträgt. Aber was soll's. Das Knie ist ein einfaches Gelenk, sogar 1-2 Grad mehr vielleicht als 90 Grad, aber nicht signifikant. Dann kommt halt der Aufbau hinten im Weg. Das ist aber soweit okay. Toleranzen übrigens habe ich bei ihm, glaube ich, nicht erwähnt. Sind auch im Prinzip alle gut. Wenn man ihn jetzt so schüttelt, ist das Bein etwas zu schwer hier für den App-Crunch. Aber wenn man ihn hier in der Mitte hält, ne, überhaupt gar kein Thema, alles wunderbar. Bleibt noch der Fuß, der geht voll nach oben, also mehr würde ich da nie erwarten, das ist sehr, sehr cool, der geht auch nach unten und er lässt sich ausstellen nach innen. Nach außen, glaube ich, ging nicht, nein. Also auch hier hat man ein paar Möglichkeiten drin, ne, alles transformationsbedingt, aber trotzdem nimmt man das doch alles gerne mit. Also Beweglichkeit von dem Kerl ist definitiv ist gut, am Kopf hätte ich halt gerne noch ein bisschen mehr gehabt, alles andere ist einigermaßen beeindruckend. Größenvergleiche hatten wir durch die vier Figuren untereinander, glaube ich, genug, aber messen wollen wir doch natürlich trotzdem. Wir haben bei Sideswipe 83 Gramm und 12,5 Zentimeter. Mirage ist mit 13 Zentimeter, 2,5 Zentimeter größer, mit 69 Gramm, aber deutlich leichter. Daran merkt man, es ist die deutlich leichtere, hohlere Figur, was das Material angeht. Auch Skywalker kommt auf 13 cm, hat aber sogar nur noch 57 Gramm. Das liegt aber eher am schlanken Design der Figur generell. Den krönenden Abschluss macht passenderweise der König selbst. Grimlock ist die einzige Voyager-Class-Figur im Set, ist dementsprechend mit 104 Gramm etwas schwerer und mit 16,5 cm auch deutlich größer. Fazit, die meines Erachtens schwächste Figur aus dem Set ist ziemlich eindeutig der Mirage. Erstmal ist das Material, was man benutzt hat, ne, durch diese Art und Weise, wie man den konstruiert hat, mit diesen Platten, die man da übereinander legt und das ist alles so weiches Plastik und so, weiß ich. Er fühlt sich insgesamt ziemlich billig an, das ist etwas schade, denn diese Sets sind alles andere als billig. Dazu kommt halt noch, der Farbauftrag ist bei ihm nicht so toll. Man hat ein paar komische Designentscheidungen getroffen, ne, mit der Fake-Brust und dass die Waffe nicht auf die Schulter geht, massive Hohlräume in den Unterarmen, ich weiß nicht, irgendwie mit dem werde ich nicht so richtig warm. Was der auf der Plusseite auf jeden Fall hat, ist eine sehr gute Beweglichkeit, die ist durchaus beeindruckend für so eine kleine Figur. Die Gelenke sind alle stabil und die Transformation ist generell eigentlich auch ganz clever ausgedacht. Aufgrund des weichen Materials
steckt halt nicht alles so richtig gut zusammen und es macht auch nicht so richtig Laune, weil Teile abfallen und so. Also nee, so richtig überzeugt bin ich von Mirage nicht. Der andere G1-Bot im Set ist Sideswipe, über den haben wir jetzt, glaube ich, ausführlichst genug gesprochen. Der Mode ist generell toll, das Einzige, was mir hier nicht gefällt, ist, dass man so viel schwarzes Plastik weiß übermalt hat, was dann dazu führt, weil es nicht immer deckend ist, dass das schwarz durchschimmert. Das wirkt also, da kommt die Bemalung wirkt nicht so gut. Das gilt vor allem für die Waffen. Ansonsten sind sowohl Bot als auch Old Mode absolut okay. Die Beast Wars Retools finde ich insgesamt sehr clever, muss ich sagen. Der Skywarp ist cool. Der Mode hat generell schon einige Vorteile und ich denke mal, als Skywarp funktioniert er eigentlich genauso gut. Das Gesicht ist meines Erachtens ein bisschen zu schwammig. Alles andere ist sehr gut, vor allem die Farbakzente und insgesamt das Farbschema finde ich sehr abwechslungsreich, gerade wo man mit Braun und Gold gearbeitet hat, was auf den ersten Moment ja gar nicht so unterschiedlich aussieht, hat man trotzdem ein bisschen extra Liebe reingesteckt und dadurch wirkt er etwas interessanter. Der Grimlock ist am Ende des Tages auch eine gute Figur, weil der Mold gut ist. Der Kopf sieht halt einfach wirklich toll aus. Da finde ich halt einfach nur, dass man die Deko nicht so wirklich toll hingekriegt hat. Zum einen sieht es nicht aus wie sein Originalspielzeug, woran es ja angelehnt war. Das heißt, mehr Flecken wären schön gewesen. Und halt dieses, ne, dass der Fake-Dino-Kopf auf der Brust vom Farbschema nicht zum eigentlichen Dino-Kopf passt. Das sind so Kleinigkeiten, die mich persönlich aber irgendwie stören. Bleibt am Ende noch der Preis und das ist das große Problem, weil wir haben hier wieder diese Doppelpacks mit, da werden Figuren kombiniert, die nicht unbedingt für jeden Sammler interessant sind, zu sammeln. Das heißt, du musst wieder gucken, dass du das Pack kaufst, dann die Figuren irgendwie einzeln oder hoffen, dass jemand zufällig die andere Figur will und so. Das ist alles relativ kompliziert gemacht. Für einen Komplettisten, hatte ich schon anfangs schon erwähnt, sind das coole Sets. Ich finde sie insgesamt immer noch zu teuer. Ich glaube, dass aber kommst du nicht so gut dran und B, ich glaube, für die beiden Deluxe-Figuren zahlst du, keine Ahnung, 60, 70 Euro oder sogar mehr und dementsprechend ist das andere Set noch mal etwas teurer, also die sind definitiv überzogen, schöne Box hin oder her und ja, daher ja. Es ist vielleicht ganz gut, dass man hier zumindest bei Beast Wars so Nischen-Randcharaktere hat, sowas wie ein Erdenmodus Sideswipe und ein Erdenmodus Mirage, hätte ich allerdings ganz gerne in der Mainline gesehen, weil es doch eine ganze Menge Leute einfach interessiert. Soweit mein Video zu den beiden 2-Packs der Battle Across Time Collection. Wenn es euch geholfen hat, unterstützt mich gerne auf Patreon und checkt meine anderen Kingdom Reviews hier oben in der entsprechenden Playlist. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.